Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Flatout 2 mit mir, dem Knuspercop, und wir sind mitten im Auburn Racing Cup, Strecke 4 von 4 Downtown 2, ein Industriegebiet der Stadt, was vor allem durch riesige Baustellen, enge Straßen und eine Einschienenbahn auffällt. Wir werden jetzt diesen Cup beenden. Wir müssen uns auf jeden Fall vor Jason stellen. Der darf auf jeden Fall nicht vor uns gewinnen, weil wir mit ihm jetzt punktgleich sind. Das kriegt man, denke ich, mal ganz gut hin. Da müssen wir uns ein bisschen drauf konzentrieren. Das schaffen wir schon. Und ja, da ziehen wir mal durch. Da flog schon irgendeiner durch die Kante. Nur wer war es denn? So, da hätten wir mal einen Volltreffer und einen Slamliner mit reingesammelt. Da ist irgendwo einer rausgeflogen. Und Jason, dich müssen wir uns jetzt kaufen. Tschüssi! Du darfst mal abbiegen. Jawohl! Das hat ja schon mal super geklappt. Sowas sieht man doch gern. Haha, und wir sind Erster. Das war jetzt noch nicht meine Absicht, aber okay. Strecke, wie ist die so? Okay, scheiße. Bäume. Da ist er doch schon wieder, der Pizza. Jason. Jawohl, da haben wir uns gleich nochmal ausgeschaltet. Das Ding ist, ja gut, wir müssen ja nur vor dem gewinnen eigentlich. Aber trotzdem wollen wir ja Erster werden, ist ja jetzt nie Sinn und Zweck. Oh, schön, oh, sauber. Ah, das gefällt mir, das gefällt mir. Ah, der ist doch schon wieder hinter uns, was ist denn hier nicht richtig? Da ist er, das Schwein, das Schwein. Ach du Kacke, ach du... Na, aber dich krieg ich, Alter. Jetzt. Na, dann fahr mal da lang, ich fahr hier lang. Wir treffen uns in der Mitte, war, würde ich sagen. Mit meiner Front in deinem, in deiner Autoseite. Ne, den hat's, glaube ich, gerade rausgefledert. Jo, hat's. Super. Hallo, Sally. Die ist irgendwie, die hat die hat zu viel gebäschert. Auf jeden Fall. Das hat man doch gleich gesehen. So, ich würde zu... Oh, der kommt doch schon wieder. Ich glaube, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen, weil sonst wird das hier nie was. Der Jason, der ist schon wieder zwei hinter uns. Der holt schon wieder auf, aber den haben wir schon gut zusammengestaucht. Den... Den haben wir schon super zusammengestaucht, muss ich ehrlich zugeben. Genauso wie die Katie, die haben wir auch schon ordentlich zusammengefaltet. Oh, der Jack Benton. Na, der ist ja doof. Der kickt sich gleich mal selber raus. Das ist schön. So, Musik ist jetzt ein bisschen lauter. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die aber trotzdem noch zu leise ist. Ich kann mir gerade nie helfen. Wir warten mal aufs nächste Lied, würde ich sagen. Ich meine, die Musik soll ja bloß geschmeidig im Hintergrund laufen. Naja, das ist immer so eine Einstellungssache und so eine Ansichtssache, denke ich. So, wir sind gerade schnurstracks auf Zielgerade und fahren nochmal voll gegen den Baum. Ach du Kacke, der ist hinter uns. Ach du Kacke, der ist hinter uns. Ach du Kacke, der ist hinter uns. Oh, da ist schon jemand Schrott. Na super. Na Glatze, was ist denn hier nicht richtig? Die Katie, die haben so richtig zusammengefaltet, nachdem ich so ein bisschen angestupst habe. Angestupst? Nein. Jetzt lass mich in Ruhe. Jawohl, wir haben gewonnen. Wee. So, mal. Alter, hast du irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun, Junge? Ja, ja, und noch einer. Ja, super. Find schon mal schön. So, 28.200 haben wir schon wieder. Da ist doch fast schon wieder ein neues Auto mit Tuning-Updates drin. Ach, schön. 36, 34, alles super. Wir haben uns hier ein bisschen abgewechselt. 8, 10, 10, 6. Ach gut, da ist er mal Dritter geworden. Das ist auch schön. Jo, super. Sie haben den ersten Preis gewonnen. Way! Oh oh, Sand Speedway. Boah, das klingt schon so. Boah, scheiße. Wir gucken mal kurz. Ich wollte mal kurz. Wir sind hier Autohändler, ja? Autohändler? Autohändler. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Mmh, oh. Und was ist das für ein okay, ein Relais. Wow. Mm, den hätte ich auch gerne. Oh, der ist auch schön.
Ah, es ist schwierig, schwierig. Ihr könnt ja mal, warte mal, wir machen mal so, wir machen mal ein Probe of Example. Welchen sollen wir uns, ach so, Ventura. Sollen wir uns denn den Ventura holen? Sollen wir uns denn den Lentus holen? Sollen wir uns denn den Bullet holen? Den Daitana? Den Fortune? Den Lancer? Den Boxer oder den CTR? Den CTR würde ich wahrscheinlich eher weniger. Ich hoffe, ihr entscheidet euch. Mir ist egal. Oh, man kann sogar Wagen testen. Das ist natürlich, das wusste ich auch noch nie. Das ist eine, oh ja. Oh, der Klang. Oh. Oh, der fährt sich sogar super. Der schleudert nicht so raus. Die Frage ist nur, gibt es hier irgendwo Sand zum Testen? Fragezeichen. Ja, okay, super. Hier draußen gibt es die große Strecke. Ha! Der fährt sich echt geil, muss ich sagen. Muss ich mal. Ge Und der Klang ist. Boah, Schmackes. Ich würde gerne mal ein bisschen auf Sand oder sowas testen. Das wäre viel schöner irgendwie. Oh, fährt er sich schön. Ich hoffe, ihr entscheidet euch für den Ventura. Welchen wir uns als nächstes kaufen, das entscheidet aber trotz allem ihr, auch wenn ich mich drüber freuen würde, wenn ihr den nehmt. Ansonsten, also schreibt es in die Kommentare. Oh, der Klang. Schreibt in die Kommentare, welchen ihr von diesen ganzen Karren haben wollt. Welchen ich als nächstes kaufen soll, tunen soll und mit dem ich ein paar Runden drehen soll. Ansonsten, ja, werden wir jetzt. Zurück zum Menü. Wir werden jetzt, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Wir fahren noch mal ein Rennen, würde ich sagen. Ganz geschmeidig, gucken wir mal, was uns der nächste Pokal so abfimmelt. Okay, da fahren wir noch mal jetzt eine Runde. Dann machen wir das mal so. Oh, ist das die Scheißrecke? Oh, ich habe wieder nicht vorgelesen, fällt mir gerade ein. Ist das die Scheißstrecke? Ernsthaft? Was ist denn das hier hinter mir? Ich will nicht. Ja. Ach. Nein, oder? Das ist wieder meine Hassstrecke. Nein. Ich hoffe, ich krieg sie diesmal besser hin. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich hier mich nie so oft rum ärgere mit den anderen. Das Problem ist einfach, ich hasse diese Strecke. Wie man vielleicht in ein paar vorhergehenden Folgen feststellen durfte, hasse ich diese Strecke. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Und tschu, uppa, der war auch schön. Der war, ja, auch schön. So. Ui, ein Minenwagen, Klemmer durch die Kante geschmissen. Super. Ah. Hui, oh, schön an der Wand lang hier. Das ist ja top. Mal gucken, wer uns diesmal wieder gefährlich wird. Ob es wieder Jason ist oder ob es wieder Katie ist. Wir lassen uns mal überraschen. Das werden wir erfahren nach dem ersten Rennen. Wenn wir überhaupt das Rennen haben. Nee, 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 nee. So, ja, das ist so eine kleine Macke von mir. Ich mache manchmal so komische Geräusche. Kann ich aber auch besser. Glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ja, das ist. Ach, scheiße, falsche Seite. Die Seite ist kacke. Die Seite ist. Ah, vor allem mit dem Off-Kommen ist echt heftig. Und dann nochmal irgendwo dagegen knallen. Ich mag die Strecke echt nicht. Da ist gerade jemand rausgefallen. Der Jack, der hat die Straße ein bisschen näher untersucht. Achso, und mit der Entscheidung, ne, ist logisch, dass das nie gleich in der nächsten Folge passiert, da ich jetzt 4, 5 Folgen sowas in der Richtung aufnehmen werde. Wir jetzt bei der zweiten sind, in der Aufnahmesession. Das heißt also so in den nächsten 2, 3 Folgen werde ich dann erst den neuen Wagen nutzen und kaufen. Jetzt noch nicht.
So, wir sind Runde 3 von 4. Bei der Strecke möchte ich bitte gerne jetzt schon Erster sein. Ich mag diese Strecke prinzipiell überhaupt nicht, weil ich die... Ich hasse die Strecke. Die ist so scheiße, die ist so ungleichmäßig und... Na, super. Na, was wird denn das jetzt hier? Machen wir ein bisschen Ping-Pong mit der Leitplanke? Leitplanke, sag ich ja. Mit der Erhöhung. So, wir sind Fünfter. Oh Gott, das kann doch nichts werden. Jetzt Fünfter, Dritter. Dritter vielleicht könnte noch was werden. Okay, da hätten wir... Ah, okay, Zweiter. Alles klar. Wir haben noch eine Runde aber vor uns. Also es ist noch nichts entschieden. Noch lange nichts. Zweiter. Aber wenn wir erstmal auf dem Ersten sind, ist es schon mal ein guter Vorsprung. Und ja, gucken wir mal. Ich konzentriere mich bei der Strecke jetzt echt mal aufs Fahren, weil... die ist echt der Hass. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die ist so der Hass, ich könnte mich über die Strecke pausenlos aufregen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es am Auto liegt, dass das hier so sehr huppelt oder was. Aber es ist echt ein... Ich bin ja nur am Hüpfen und am Schleudern und am Hin- und Herhuppeln und... Schon wieder der Jason? Willst du mich heute verarschen, Jason? Sonst ist es immer die Sophia. Hihi, hab dich überholt, du Arsch. Ja, Jason, Alter, überlegst dir gut, Junge. Bist du schon mal heute rausgecrashed? Ja, ich glaube schon. Merkst dir. Tschüss. Arschkopf. Ich war es nicht. Steht nichts unten von wegen, ich war schuld. Alles gut. Ich war es also nicht. Ich habe nichts getan. So, jetzt noch die letzte Kurve. Diesen kleinen Sprung hier müssen wir noch hinkriegen. Ohne... Sauber, oh, ich gebe Gas. Ich hasse die Strecke, sorry, aber ich... Oh, der war schön. Einmal gleich komplett rüber. Alter Junge. Ja, Massenkarambolage. Und noch jemand bitte. Wer hat, will noch mal, wer hat noch nicht? Und das Ganze jetzt einmal rückwärts. So. Gut. Dann haben wir... Fahren wir noch eine Runde? Oh, die Sally hat ganz schön aufgeräumt, da muss ich mal sagen. 10 Punkte, wir sind Erster geworden bei der Strecke. Das ist schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Wir sind beim Royal Racing Cup Riverbay Circuit 1. Eine Rennstrecke am Rande einer Großstadt zwischen dichten Wäldern und Vegetation. Die zocken wir jetzt noch und dann ist die Folge dann auch erstmal beendet. Mal schauen, was wir in der Aufnahmesession heute noch alles zu schaffen. Bin mal gespannt. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Und gespannt im Übrigen. Bin ich auch. Die Strecke kenne ich auch irgendwie. Es ist so eine Ableitung von der Strecke, die wir vorhin hatten, von dieser Rennstrecke da. Oder ist das die nur ein bisschen anders? Ich weiß es nicht. Na, verdammt. Plakate umfahren. Die umfahren. Komm schon, lass mich in Ruhe. Danke. Oh, Reifen. Hui. Lass mich in Ruhe. Ach, ich fahre auch gerne solche Real-Simulationen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist halt eben, steht der Fun im Vordergrund und nicht das Fahrverhalten, nicht der Rennspaß, sondern das Crashen. Da kann jeder sagen, was er will. Hier steht definitiv das Crashen im Vordergrund. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich nicht immer Erster wäre. Mir macht das Crashen in dem Spiel weitaus mehr Spaß. Nee. Wenn ich jetzt Gran Turismo zocken würde, dann würde ich natürlich immer versuchen, Erster zu werden, aber es ist kein Gran Turismo. Es ist ein Crash-Spiel. Crash-Spiel klingt auch doof. Das ist wie bei Destruction Derby. Damals auf der PlayStation 1. Einfach die geilsten Spiele ever. Da habe ich auch meistens nur Unfug gemacht. Hab gecrashed und ja, das war lustiger. So, die Kurve haben wir ganz hier schmeidig gekratzt, so mit dem Messer mitten in die Kurve rein. So, das war zu spät, verdammt. Komm her. Yo. Chupsen.
tupsen. Ne. Ach, Kacke hier. Verdammt. Also, wen haben wir denn vor uns? Sophia. Hallo, Sophia. Ich komme von hinten, hätte ich fast gesagt. Hust. So, hüpfen wir mal hier drüber. Huppeln wir mal. Huppel, huppel. Huppel, huppel. Njem, 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 njem. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung, das war gar nicht meine Absicht. Alter, jetzt hänge ich auf der drauf. Na, das klingt ja auch wieder falsch. Sorry, ging nicht anders. Jetzt hänge ich, ja, okay, lass mal das. Ich lasse es wieder ungern im Raum stehen, ich lasse es aber einfach im Raum stehen. Nein, das ist scheiße, ich bin Fünfter, verdammte Axt. Ich hab kein Los, ich hab kein Los, ich komme hier nicht vom Fleck. Lass mich in Ruhe. Haha. Sophia, du kannst mich mal. Und häng dann auf der drauf. Es ist falsch. Es ist sehr falsch formuliert, muss ich mal ganz ernsthaft zugeben. Aber gut. Lass mal das jetzt, wie gesagt, mal im Raum stehen. Ganz gekonnt. Hui. Nein. Komm, gib Gummi. Alter, ich bin Sechster. Scheiße hier, verdammte Axt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mindestens an ein paar vorbei. Nein. Nein, 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 nein. Fünfter. Nein. Ich muss das Rennen nochmal fahren. Das kann ich so nicht stehen lassen. Fünfter ist heftig. Vor allem, obwohl Jason ist auch hinter uns. Hm, riskieren wir es? Riskieren wir. Alter. Hm, müsste man den Cup irgendwann nochmal fahren. Das wäre auch unschön irgendwie. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ne, wir fahren den dann nochmal. Aber für diese Aufnahme war es das erstmal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen. Wie gesagt, das ist jetzt eine Entscheidungsfolge. Ich werde das auch, ich werde die Folge auch so nennen. Denn ihr dürft diesmal entscheiden, welches Auto wir nehmen. Schreibt es in die Kommentare, für welches Auto ihr gerne seid. Also ihr gerne seid, ne? Und ich werde dann auszählen und dann das mit den meisten Stimmen nehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Ansonsten tschüss.